Anna, du bist so schön. Ich hoffe, du bekommst heute die meisten Valentinsgeschenke. Ich liebe den Valentinstag. Diana, kommst du mit? Wir haben Schule. Sonst werden alle Valentinsgeschenke weg sein. Diana, beeil dich. Mädels, ich komme. Seid ihr schon bereit? So schnell? Oh, na endlich. Wow, Mädels, wie schön ihr seid. Diana, wir sind schon alle längst bereit. Und du bist wie immer die Letzte. Diana, du bist so süß. Mädchen, ich danke euch. Ihr seid auch sehr schön. Oh, Diana, deine Schuhe glänzen so sehr. Aber es scheint mir, dass sie unbequem sind, oder? Mädchen, die Hauptsache ist, dass sie schön sind. Ich pfeife auf Komfort. Okay, Diana. Mädels, ich bin so aufgeregt. Ich frage mich, wer die meisten Valentinskarten bekommt. Ja, diejenige, die die meisten Valentinsgrüße erhält, bekommt nämlich das coolste Geschenk. Wenn es doch nur um mich und Timur ginge. Knopper. Mädels, es hat keinen Sinn, sich zu streiten. Am Valentinstag wird sich zeigen, wer gewinnt. Hast du es, Knopper? Valentinstag wird's zeigen. Hör zu, Mary, ich habe Hoffnung. Knopper, jeder hat Hoffnung. Knopper, jeder hat Hoffnung. Mädels, ich höre euch hinter meinem Rücken streiten. Lasst uns heute nicht streiten. Heute ist so ein schöner Tag. Es ist doch Valentinstag. Habt ihr das gehört? Du hast angefangen. Du hast angefangen. Puh, das war's. Ab in die Schule. Diana, hast du in diesem Kleid Pfannkuchen gegessen? Knopper, wovon sprichst du? Ich habe seit 2 Monaten keinen Pfannkuchen mehr gegessen. Wie sag ich's ihr? Sag es ihr direkt. Hör zu, Diana. Du hast einen riesigen Fettfleck auf der Rückseite deines Kleides. Er ist gut sichtbar. Ein Fleck? Und wo? Auf dem Rücken, Diana. Auf dem Rücken. Oh mein Gott. Was ist das? Ich habe mich doch nicht irgendwo reingesetzt, oder? Das war's, Mädels. Ich gehe nicht zur Valentinsparty. Diana, wenn du nicht gehst, kannst du mir dann diese Schuhe geben? Die stehen mir sehr, sehr gut, glaube ich. Nastia, sei still. Nastia, sei still. Wir haben noch Zeit, um ein neues Kleid zu kaufen, Diana. Diana, du solltest zur Valentinstagsparty gehen. Dort wartet doch Smile auf dich, weißt du? Mädels, wo soll ich mir in einer knappen Stunde ein neues Kleid kaufen? Das ist doch fast unmöglich. Nun, Diana, eine Stunde ist gar nicht zu wenig. Komm, Diana, los geht's. Diana, wir werden alles rechtzeitig schaffen. Keine Sorge. Ryan, warum hast du 3 Valentinskarten? Ich konnte mich nicht entscheiden, welches Mädchen ich am meisten mag. Deswegen habe ich 3 geschrieben. Na gut, verstehe. Viel Glück. Danke, das Glück kann ich heute echt gut gebrauchen. Mann, wem gebe ich sie nur? Grünschopf, auch wenn du mich manchmal wütend machst, das hier ist für dich. Oh, danke. Schau mal, was für einen Ballon mir Kostja geschenkt hat. Maskottchen, ist das ein Ballon für mich? Nein, ich warte auf jemand anderen. Hast du eine Schwäche für Mia? Hallo Diana, wo bist du? Was für ein Fettfleck. Kommt einfach schnell, es sind schon alle da. Und Smile, wo sind sie? Diana hat einen Fettfleck auf ihrem Kleid, jetzt holt sie sich ein anderes. Ist Knopper auch dabei? 3-mal darfst du raten, wo Knopper ist. Okay, das bedeutet, dass sie mit Sicherheit nicht kommen werden. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Mist, mein Strauß wird jetzt verwelken. Irgendwelche Abenteuer passieren immer wegen Diana. Bros, ist das für mich? Ja, aber ich werde es dir nicht geben. Warum? Ja, wo ist dein Kleid? Bros. Ich habe es heute gebügelt und es aus Versehen verbrannt. Alle Mädchen haben sich extra schick gemacht und du hast normale Klamotten an. Brows, ich bin immer schön. Okay, Patrick, ich hoffe, du hast mehr als einen Valentinsgruß für mich unterschrieben. Ja, Gigi, natürlich. Nun, dann werde ich sicher gewinnen. Hörst du das, Dima? Gigi hofft, dass sie gewinnt. Sie weiß nur noch nicht, dass du mir 100 Valentinskarten geschrieben hast. Grünschopf, 100 nicht. Wie viele dann? Grünschopf, es gab nur 20 im Laden. Dima, wenn ich nicht die meisten Valentinskarten bekomme, werde ich dich verlassen, verstehst du? Alles Gute zum Valentinstag, Leute. Habt ihr alle eure Valentinskarten vorbereitet? Hoffentlich habt ihr an das Gewinnspiel gedacht. Es gewinnt die Person, die die meisten Valentinskarten bekommt. Yeah! Ich habe 3 Valentinskarten. Verliebtes Paar, habt ihr einen Valentinsgruß? Ich schon, aber es sind meine. Also stell sie rein, Julie. Es gibt einen Wettbewerb. Gut. Na, ihr Verliebten, habt ihr einen Valentinsgruß? Natürlich haben wir das. Hier sind meine und ich habe auch Gedichte geschrieben. Gut gemacht, Patrick. Nun, die coolsten Jungs in dieser Schule. Habt ihr einen Valentinsgruß? Ja. Wo sind eure Mädchen? Nicht hier. Braucht ihr diese Cheerleader wirklich? Ihr könnt uns haben, die Ratten. Hör zu, das ist nicht lustig. Unsere Mädchen sind noch nicht da, okay? Sammelt weiter diese Valentinskarten, ja? Oh, Jungs, es ist Valentinstag. Und ihr seid nicht in Stimmung? Eis, hast du einen Valentinsgruß? Ja, hier. Ryan. Ryan konnte sich nicht entscheiden. Mädels, ich habe 3 Valentinskarten. Ist das okay? Ja. Natürlich, Ryan. Ich weiß, dass Layla auf allen 3 Karten steht, oder? Nein, sie sind für andere Mädchen. Ich habe die Schnauze voll von dir. Layla, hör auf, ihm nachzulaufen. Er ist noch so unreif. Jana, ich mag ihn. Leute, habt ihr einen Valentinsgruß? Ja. 1, 2, 3. Sag mal, welchen Preis bekommt diejenige mit den meisten Valentinskarten? Grünschopf, das ist ein Geheimnis. Aber wir wissen, wer gewinnen wird. Grünschopf, sie wird die meisten Valentinskarten haben, ja?
Greenie, es ist eigentlich nicht fair, dass dein Diemer alle Valentinskarten mit seinem Namen unterschrieben hat. Carina, wenn es um den Sieg geht, sind alle Methoden gut. Carina, Diemer weiß nicht, dass ich die Hälfte seiner Valentinskarten gestohlen habe. Was, Kottchen? Ich werde euch meine Karte nicht geben. Ich gebe die nämlich an Mia, okay? Blondie? Es gibt hier keine Leute, die ich mag, also könnt ihr gehen. Also Leute, in 30 Minuten erwarten wir euch beim Wettbewerb. Oh mein Gott, der Wettbewerb ist bald und die Mädchen sind noch nicht da. Sie werden auch nicht kommen, okay? Wenn sie nicht kommen, dann feiern wir eben ohne sie, verstanden? Das Geld, das ich für den Strauß ausgegeben habe, war also total verschwendet. Mädels, Gott, diese Schuhe tun mir wirklich weh. Diana, kannst du dich bitte beeilen? Die Jungs warten doch auf uns. Diana, such ein Kleid aus und lass uns zur Schule fahren. Es wird jetzt der Wettbewerb stattfinden, wer die meisten Valentinskarten hat. Der Laden ist geschlossen. Heute ist Valentinstag, also auf Wiedersehen. Wie? Ihr? Mia? Was machst du hier? Du arbeitest hier? Mist, jetzt treffen wir sie hier. Oh mein Gott. Ja, ich arbeite hier. Richtig. Und jetzt geht bitte. Mein Arbeitstag ist vorbei. Nein, Mia, dein Arbeitstag ist noch nicht vorbei. Heute ist Valentinstag und ich habe einen fetten Fleck auf meinem Kleid. Ich brauche dringend ein neues Kleid, verstehst du? Hey, fass nichts mit deinen Händen an. Du hast eine Minute Zeit. Diana, komm schon, die Jungs warten auf uns. Oh, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Mädels, wie gefällt es euch? Diana, probier's an. Mädels, was meint ihr? Naja, nun Diana, das ist definitiv nichts für den Valentinstag. Aber wenn du es in meinem Laden kaufst, habe ich nichts dagegen. Danke Mädels, der Wettbewerb beginnt in 20 Minuten und ich habe immer noch kein Kleid. Diana, mach dir keine Sorgen. Lass es uns mit den Schuhen versuchen. Diana, wie gefällt dir dieses Kleid hier? Danke Mary, aber grün ist nicht meine Farbe. Nun Diana, so ist es besser, aber irgendetwas stimmt dabei nicht. Danke Mädels, was soll ich jetzt machen? Hör zu, Diana. Ich habe hier ein wunderschönes rosa Kleid. Genau wie du es magst. Aber es ist wirklich teuer. Oh, Diana, richtig. Mia, gib es mir. Hör mal, Diana, wie gefällt es dir? Es ist wunderschön, aber es ist lang und ich wollte es in kurz haben. Hör zu, Diana, wir lassen dich gleich allein und gehen selbst zur Schule, weil ich den Wettbewerb nicht verpassen will. Und ich möchte ein Geschenk von Max haben. Es ist doch Valentinstag. Verdammt, Mädels, versetzt euch in meine Lage. Diana, hör auf zu jammern. Probier das rosa Kleid an. Entweder das oder das blaue. Wir haben keine Zeit mehr. Okay, das war's. Ich probiere es an und dann geht's los. Endlich. Beeil dich, ich habe keine Zeit. Ich habe ein Date mit dem Maskottchen. Mädels, wie gefällt es euch? Diana, das ist nicht schlecht. Verdammt, Mädels, das gefällt mir gar nicht. Weißt du was, Diana? Die Boutique wird geschlossen. Entweder du nimmst das Kleid oder du nimmst dein fettverschmiertes Kleid und gehst jetzt raus. Diana, bitte. Diana, bitte. Okay, Mia, ich nehme dieses Kleid. Hurra! Mia, hast du eine passende Handtasche? Ja, Diana, das habe ich. Gefällt dir diese? Ja, die ist in Ordnung. Außerdem passt sie zu meinen schwarzen Sandalen. Das ist es. Mia, sag uns, wie viel macht das? Die Jungs warten auf uns. Scheiße, Timo wird mich verlassen. Mädels, macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich um eure Jungs. Es ist nicht eure Schuld, dass wir zu spät kommen, sondern meine. 32.000, Diana. Gut. Also gut, wir haben ein Kleid für Diana ausgesucht. Jetzt gehen wir endlich auf die Party. Das mit den Jungs werden wir schon irgendwie klären. Hier, Mia, nimm das. Mädels, los geht's. Los geht's. Also Leute, alles Gute zum Valentinstag! Oh Mann, der Wettbewerb hat begonnen und sie sind immer noch nicht da. Das war's mal. Vergiss es, sie werden nicht kommen, okay? Lehrer Mike, zählen Sie die Valentinskarten. Lehrer Mike, was ist in der Schachtel? Ja, das ist der Preis für denjenigen, der die meisten Valentinskarten hat. Was für eine schöne Schachtel. Zählen wir die Valentinskarten? Ich hoffe, jemand hat mir wenigstens einen Gruß geschenkt. Und die Valentinskarten bringen Laila und Jana. Hallo zusammen, wir wünschen euch den Sieg. Wo sind die Valentinskarten? Oh, wir haben sie vergessen. Mädels, das war's. Lass uns zu den Jungs gehen und uns bei ihnen entschuldigen. Natürlich werden wir uns entschuldigen. Mädels, ich komme gleich nach. Okay. Eis, kann ich etwas zu trinken haben? Wo sind denn alle? Oh, richtig, es ist Valentinstag. Gut, dann mache ich es eben selbst. Oh, mein Gott, was ist das? Eine Schachtel mit Valentinskarten? Ich habe eine Chance zu gewinnen. Bis jemand kommt. Oh, Mädels, hallo. Hallo, Mia. Da ist sie. Leila, wie konntest du die Schachtel vergessen? Da sind die Karten drin. Ach ja, das habe ich vergessen, Jana. Leila, Jana. Ent-
Entschuldigt die Verspätung. Diana hat ihr Kleid ruiniert. Na, endlich! Also gut, die Bunny-Cheerleader sind endlich da. Wir warten nur noch auf die Ergebnisse. Laila, Laila, Laila. Ja, Laila. Warum kriegst du dieses Kleid und warum kommt ihr so spät? Laila, hör zu, Smile, ich wollte in einem anderen Kleid kommen, aber da war ein fetter Fleck auf der Rückseite meines Kleides. Ich schätze, ich habe mich auf etwas draufgesetzt. Wir reden später, okay? Ich warte schon den ganzen Tag auf dich und jetzt kommt ihr alle erst. Was ist das? Nun, das ist nicht meine Schuld. Ich war bei Diana. Wir haben mein Kleid ausgesucht. Laila, hallo, ich bin's. Ich komme zu spät, weil Diana in meinem Laden ein Kleid aussuchen wollte. Laila, das ist für dich. Laila, ich danke dir. Ja. Leute, ruhig, okay? Jetzt sind alle da. Wir müssen nur noch auf Jana und Laila warten. Laila, Laila, Laila. Hier sind die Weihnachtskarten. Yeah! Jetzt werden Jana und Laila die Stimmen zählen. Jetzt werden wir die Stimmen zählen. Also der erste Valentinsgruß, Mia. Die zweite ist auch von mir. Dritter Valentinsgruß, Smile. Mia. Wieder Mia. Smile. Smile, ich verstehe das nicht. Hast du meinen Namen da reingeworfen? Ja, natürlich. Und wie viele? Vielleicht 10 Stück. Seltsam. Diana, Geduld, Geduld. Bis jetzt haben wir nur Smile und Mia. Überraschung. Der nächste Gruß ist für Smile. Und der ist für Mia. Meiner ist auch für Mia. Smile. Dima, wo ist denn mein Name? Ich weiß nicht, er sollte da drin sein. Was ist hier los? Max, warst du beleidigt und hast keine Karte mit meinem Namen reingeworfen? Doch, ich hab's gemacht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warum nur Mia und Smile? Was ist hier los? Smile. Und ich habe Mia. Und wieder Mia. Und ich habe Mia. Und Smile. Leute, ihr liebt Mia echt richtig. Das ist echt cool. Was ist hier los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ihr habt wohl die Namen eurer Valentinskarten mit meinem verwechselt, oder? Und der letzte Valentinsgruß. Mia. Smile. Also, Mia und Smile gewinnen. Das perfekte verliebte Paar. Applaus! Was ist hier los? Smile, hör auf, dich zu wundern. Warte mal, das Geschenk ist nicht für dich. Leute, ich freue mich so sehr, dass der coolste Typ von dieser Schule und ich gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Yay! Da muss Smile aus mir drinstehen. Ich verstehe nicht. Ist das ein Scherz oder eine Strafe für das Spätkommen? Ich weiß es nicht, aber wir müssen es herausfinden. Ich bin sicher, das waren Jana und Layla. Also Mia, öffne das Geschenk. Herzlichen Glückwunsch, Smile. Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Diese Abstimmung war nicht in Ordnung. Gibt es nicht irgendeinen Valentinsgruß mit Janas Namen? Nun, wir wissen nicht, was ihr geschrieben habt. Und jetzt ein langsamer Tanz. Diana, es ist nicht meine Schuld. Diana! Mädels, wo wollt ihr hin? Dima, lass uns tanzen. Klar, Grünschopf. Mädchen, ich verstehe das nicht. Warum hat Mia gewonnen? Warum nicht Nastia? Warum nicht Knopper? Warum nicht du, Mary? Warum sie? Das geht doch nicht. Da ist irgendwas faul. Ja, Mädchen, da stimmt etwas nicht. Es ist seltsam, dass Smile und Mia gewonnen haben, so als ob sie verbunden wurden. Es ist sowieso alles manipuliert worden. Mädels, selbst wenn alles manipuliert ist, was macht das schon? Wir werden es nicht erfahren. Das war's, der Wettbewerb ist vorbei. Die Gewinner sind ausgewählt und es ist egal. Diana, es ist alles manipuliert. Ich brauche diese Krone überhaupt nicht, okay? Hier, nimm sie, Max. Warum gibst du sie mir? Ich brauche sie auch nicht. Diana, ich liebe doch nur dich. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, was an dieser Abstimmung falsch war. Komm schon, Smile. Es ist nicht mehr wichtig. Das war's. Der Wettbewerb ist vorbei. Aber warum Mia? Ich weiß auch nicht, wie das alles zustande gekommen ist, aber wir finden das bestimmt raus, ja? Ja, das werden wir. Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Valentinstag. Drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und wartet auf neue, coole Episoden. Auf Wiedersehen und tschüss. Wiedersehen. Bye-bye. Tja, Leute. Und wir gehen zu mir nach Hause.